sagen. Und ich muss sagen, ich hasse ihn. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in einer etwas anderen Situation. Ich muss sagen, das erinnert mich hier ziemlich an mein Nagelvideo. Wer das verpasst hat, sollte unbedingt mal hier oben auf den Link klicken, bevor er dieses Video guckt. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar habe ich mich an meinen Laptop gesetzt und werde mit euch zusammen das Zalando Stylisten-Programm ausprobieren. Das bedeutet, ich werde testen, wie diese Stylisten-Box, die von einem Zalando-Stylisten zusammengestellt wird, nach euren Vorstellungen so funktioniert, ob das wirklich was wert ist oder nicht. Und ja, ich muss sagen, ich habe es noch nie gemacht. Das heißt, es wird bestimmt spannend und sobald die Sachen da sind, werde ich natürlich dann darauf eingehen. Aber ich würde sagen, kommt erstmal mit, ich werde euch hier auf meinen Screen schalten und dann bestellen wir das Ganze mal. So, wie ihr hier seht, sind wir auf der Zalon bei Zalando Startseite. Das ist eben dieser Online-Shop, so wie ich das verstanden habe, der bewusst dieses Stylisten-Programm, ja, führt. Ah, okay, das sind hier die ganzen Stylisten. So, mit den Bildern finde ich das schon mal gut, dass man sich aussuchen kann, wem man zugeteilt werden möchte. Klicken wir mal auf Frauen. Wie gesagt, ich mache es gerade selber zum ersten Mal. Für welchen Anlass können wir dich stylen? Schwangerschaft, okay. Abendessen, Freizeit. Dann gehen wir mal auf Freizeit. Oh Gott, hier fängt es schon an. Je weiter ich runterscrolle, desto schlimmer finde ich ehrlich gesagt die Outfits. Ich würde sagen, in jedem Outfit ist irgendwas dabei, was ich mir ja relativ vorstellen könnte zu tragen, aber nie das ganze Outfit. No-Gos, was trägst du eher nicht? Farben, die du nicht trägst. Ja, das ist schwierig. Eigentlich trage ich alles gerne. Wobei, Violett zum Beispiel würde ich jetzt auskreuzen. Oberteile, die du nicht trägst. Spitze finde ich gruselig. Pailletten, Lederoptik raus. Poloshirts bleibt. Sweatshirts, ich mag ja eigentlich Sweatshirts, aber ich habe keinen Bock, dass hier jetzt so ein grauer Sweater einfach ankommt, das meine ich. Hemdblusen würde ich auskreuzen, weil ich dem Ganzen nicht traue, dass es irgendwie cool aussehen könnte. Ich bin sehr wählerisch, aber vielleicht ist es ja gerade das, was wichtig ist. Kleider, die du nicht trägst. A-Linie, Horror. Okay, dann werde ich mich anmelden und dann schauen wir mal weiter. Okay, eingeloggt bin ich. Jetzt gehen wir mal auf meinen Stylisten. Die hätte ich jetzt nicht ausgewählt. Gehen wir mal auf anderen Stand. Hä? Wo ist denn die Dings? Von gerade. Schade, ich hätte mich jetzt eigentlich auf die Sonja gefreut, weil hier beide mich jetzt nicht unbedingt ansprechen. Ich mag klassische, zeitlose Looks, wie sie Frauen in den 60ern getragen haben. Sophisticated, cool und feminin. Okay, die Caption wiederum spricht mich bei der Fabrizia schon ziemlich an. Was möchtest du deinem Stylisten mitteilen? Bitte nicht zu altbacken. Fabrizia kann mich bitte nicht anrufen. Gehen wir mal ohne Foto weiter. Sollte nicht dabei sein. Kleider will ich ehrlich gesagt nicht haben. Was sollte in der Box sein? Für jede Box berechnen wir eine Servicegebühr von 9,95 €. Okay, das... behalte einen Artikel und die Box, diese Gebühr entfällt. Finde ich ziemlich fair, muss ich sagen. Es ist ja doch schon Mühe, die dahinter steckt. Ansonsten werde ich das dann mal rausschicken und ich bin ziemlich gespannt, was da ankommen wird. 2000 years later. So Leute, es sind ein paar Tage vergangen und endlich ist dieses Paket angekommen. Wie ihr seht, ist es richtig gut eingepackt, Zahlung bei Zalando steht drauf und ich bin ganz gespannt. Ich habe extra gewartet, um das Ganze mit euch zusammen auszupacken. Wie gesagt, ich habe nicht in die E-Mails geguckt, das heißt, ich weiß auch selbst nicht, was mich jetzt erwartet. Ja, es bleibt spannend, das heißt, ich quatsche gar nicht drum herum, sondern wir packen das Ganze mal aus. Ich bin gespannt. Wir lüften das Geheimnis. Ich muss sagen, das Ganze sieht ziemlich schön verpackt aus. Also wir haben hier schöne kleine Geschenke, sag ich mal. Und alles ist in Folie. Alles sieht sauber aus. Wir haben sogar Schuhe dabei. Davon wusste ich gar nichts. Ja, und ich glaube, wir gehen einfach mal von oben nach unten durch. Das erste, was ich in der Hand habe, ist irgendwas Flauschiges von Hollister. Schauen wir mal. Ich muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und zwar haben wir hier einen kleinen Pullover
der so überkreuzt ist, hat also einen großen Ausschnitt, kann man dann natürlich was drunter ziehen, irgendwie einen Spitzentop oder so, Größe M. Der Stoff ist richtig schön weich und davon bin ich jetzt eigentlich gar nicht abgeneigt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das selber gekauft hätte, aber ihr seht es ja auch hier eingeblendet, wie das sitzt. Ich finde, hat auf jeden Fall einen guten Start hingelegt. Wir machen hier weiter. Irgendwas in Satinstoff, in Leo-Druck oder Optik. Okay, es sieht aus wie ein Rock mit so einer Wickeloptik, der dann an einer Seite offen ist. Und ich muss sagen, ich hasse ihn. Ich finde alles an diesem Wickelstoff blöd. Der Print gefällt mir überhaupt nicht. Also das ist ein Kleidungsstück, das sieht mir auch viel zu groß aus, obwohl man es wickeln kann. Das ist jetzt wiederum ein Piece, was mich überhaupt gar nicht überzeugt. Aber wir gucken, ob wir das irgendwie cool kombinieren können. Weiter geht es mit einer Hose. Ich sehe hier schon eine Jeans von der Marke Lee. Oh, okay, hier haben wir eine Jeans in relativ dunkler Waschung von der Marke Lee, wie gesagt. Und die ist unten als Flarepant zu tragen. Das heißt, die geht wirklich auseinander, ist eine klassische Schlaghose, vorne mit den beiden aufgesetzten Taschen. Und wenn mir die Hose passt, muss ich sagen, bin ich absolut überzeugt. Ich finde die richtig cool. Kann ich mir auch gut vorstellen zu Docs oder so, dass man da einfach so einen chunky Boot zuträgt. Dazu muss ich sagen, ich habe so eine Hose schon total lange gesucht. Das heißt, wenn die wirklich gut sitzt, ist das echt schon eine coole Sache. Also die Größe zumindest, 27, 29, passt auf jeden Fall von den Maßen her. Und ja, wie sie dann an mir sitzt, bin ich sehr, sehr gespannt drüber. Das ist jetzt wiederum etwas, was mich sehr glücklich stimmt in dieser Bestellung. Weil wie gesagt, ich habe das Ganze schon ewig in diesem Style gesucht und deshalb... Ja, cool, dass es dabei ist. Wow, das ist auch wieder ein Kleidungsstück, was ich extrem hasse. Dieses Material ist so richtig, richtig gute Baumwolle. Wir haben hier also ein Off-Shoulder, ja, T-Shirt. Ich weiß nicht, das hat ja so relativ lange Ärmel. Das geht also, glaube ich, bis zum Ellbogen, dadurch, dass es Off-Shoulder ist. In diesem Mokka-Ton. Ist weder gecroppt, noch irgendwie hat es einen taillenfigurbetonenden Schnitt oder so drin. Das heißt, an mir wird es höchstwahrscheinlich aussehen wie ein Sack. Vielleicht war das in Kombi mit dieser dunklen Jeans gedacht, was ja von der Farbe eigentlich schon zusammenpasst. Aber ich würde zum Beispiel diese Hose damit niemals kombinieren, weil ich finde, damit ist sie total abgewertet. Deswegen ist das auch eher etwas, wo ich sagen muss, bin ich jetzt kein Riesenfan von. Oh, okay, ein Pullover haben wir, der überkreuzt geschnitten ist. Der sieht eigentlich echt schön aus, muss ich sagen. Die Farbe auch wieder dieses Mokka-Braun, nicht unbedingt mein Favorit, aber kann man vielleicht ganz schön kombinieren. Der Stoff ist auf jeden Fall super schön, dass dieser Pullover an den Ärmeln wieder zusammengeht, gefällt mir richtig gut. Schauen wir mal, wie das angezogen aussieht. Also da war jetzt die erste Schleife drum. Jetzt weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat, ob das irgendwie... zwei Outfits sind, die so zusammengehen. Ich denke schon, dass das heißen soll. Weil hier haben wir nochmal ein Paket. Gehen wir einfach mal das nächste durch und dann widmen wir uns den Schuhen. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil es sind Nike-Schuhe, wie ich sehe. Wie die das verpackt haben, ist für mich schon mal ein Riesenplus, muss ich sagen. Und hier machen wir mal weiter. Es scheint auch wieder ein Oberteil zu sein. Oh mein Gott. Leute, was soll ich sagen? Es sieht und fühlt sich vor allem total günstig an. Ich finde, dieser Stoff, der auch noch jetzt dazu durchsichtig ist, also dieses dünne Polyester- und Materialmix, dann auch noch in diesen Burnt Orange Ton oder wie ich es nennen soll, so geschnitten. Ach, ich bin sprachlos. Es ist ein riesen Kleidersack, also es soll ein T-Shirt sein, wie man hier an den Ärmeln sieht. Ja, mit einem Rundhalsausschnitt. In grauenhafter Qualität, tut mir leid. Das ist auf jeden Fall bis jetzt das Schlimmste, was in diesem Paket dabei war. Okay, es ist nicht ganz der gleiche Ton. Das heißt, es geht schon zusammen, ist eine Farbfamilie. Aber ich dachte wirklich, das ist exakt der gleiche Ton als Zweiteiler. Ja, ist jetzt aber eine Anzughose. Die Farbe an sich, muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlecht. Es ist wirklich, wie man hier unten auch sieht, so eine Karottenhose, die wieder zusammengeht. Die Hose finde ich eigentlich schön, wenn sie genauso sitzt, wie sie sitzen soll. Das heißt, die wird ja unten ein bisschen enger. Ich hoffe, die ist trotzdem noch weit genug, um eben auf dem Schuh aufzuliegen. Und wenn man diesen Orangeton dann irgendwie mit Blau oder einem Pastellgrün oder so kombiniert, kann ich mir das auch tatsächlich schön vorstellen. Kann schon cool wirken, auf jeden Fall. Geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Und die Qualität, die stimmt hier an der Stelle auch. Aber auch das ist wiederum nicht mein Favorite Piece aus dieser Bestellung. Ja, aber
da haben wir wenigstens ein bisschen Spielraum, uns was einfallen zu lassen, wie man das vielleicht doch noch cool aussehen lassen kann. Was bei dem Top gerade für mich im Kopf gar nicht zusammengeht irgendwie. Ich sehe hier, geht es weiter mit einer relativ hellen Jeans, die auch von Lee ist. Ah, okay, wir haben hier auch wieder eine Flare Pant. Ich glaube, es ist sogar ein relativ ähnliches Modell. Es ist nicht das gleiche. Ich habe mal geschaut, weil wir vorne eben nicht diese aufgesetzten Taschen haben. Aber die Waschung ist ein Ticken heller. Und wenn man sich das mal im Vergleich anschaut, sieht man hier wirklich den Farbunterschied. Das heißt, hier haben wir die wirklich relativ dunkle Denim und dann hier nochmal eine hellere. Beide finde ich super schön von den Farben. Dann hat sie auch wieder unten dieses ja, Flair-Detail, dass die Hose so auseinander geht. Der Jeansstoff ist unheimlich qualitativ hochwertig. Also sie hat wirklich einen Stretch-Anteil drin, das mir immer wichtig ist. Super weiches Denim und ja, obenrum sieht die auch schön eng aus. Das heißt, die verläuft genauso, wie man sich das wünscht, dass sie oben am Oberschenkel noch eng ist und dann erst so auf Knielänge weiter auseinander geht. Auch das ist hier wieder eine 27-29er Länge, genau wie ich es angegeben habe. Perfekt. Okay, kommen wir zum letzten Oberteil. Und ich sehe schon etwas farbenfroh, was mich wirklich auch freudig stimmt an der Stelle. Hier haben wir einen Hoodie in Batik-Optik. Der ist extrem oversized geschnitten. Die Farben, finde ich, gehen richtig cool zusammen. Dann hat er hier einen Aufdruck. Was darauf steht, konnte ich noch nicht so ganz entziffern. Der Pulli ist von Weekday. Ich muss sagen, ich kann überhaupt nicht entziffern, was hier draufstehen soll. Vielleicht, wenn jemand von euch diesen Pulli hat oder das lesen kann, hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich bin sehr gespannt, was da steht. Ansonsten von den Farben bin ich absolut überzeugt. Ich finde den richtig cool. Hinten hat er auch nochmal diese ja, leicht getigerte Optik vom Batik, wie das ja auch entstehen kann. Dann die Farben, wie gesagt, mit dem Pink, dem Blau, dem Gelb, dem Orange geht mega gut zusammen. Die Qualität davon ist richtig schön. Die Kapuze sieht richtig gut aus und der sieht auch relativ lang aus. Das heißt, mega cooler Pulli. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der schon in meinem Kleiderschrank hängen würde. Und jetzt kommen wir zu den Schuhen. Ich traue mich kaum, dieses Paket zu öffnen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen wollt, aber das ist der Schuh, der mitgeliefert wurde. Ich kenne diesen Nike-Schuh überhaupt nicht. Ich habe dieses Modell, glaube ich, noch nie gesehen. Hinten hat es diese offene Sohle. Ich kann euch jetzt auch gar nicht den Namen des Modells sagen. Also, geht gar nicht. Ich finde ihn überhaupt nicht schön. Oh mein Gott, von oben sieht er richtig monströs und unförmig aus. Schwarzer Schuh bin ich eh immer vorsichtig mit. Ich stehe gar nicht auf schwarze Schuhe als Sneaker. Das heißt, ja, ein Air Force oder so hätte ich mich jetzt tausendmal mehr darüber gefreut. Und ich muss sagen, mir fällt auch jetzt spontan kein einziges Outfit ein aus dieser Bestellung, wo dieser Schuh überhaupt zu passen würde. Deshalb bin ich da an der Stelle schon mal extrem schockiert, dass der überhaupt hier dabei ist, weil der soll doch eigentlich zu den Outfits passen oder vertue ich mich da jetzt? Ich werde ihn natürlich anziehen, auch dazu kombinieren, aber es wäre niemals ein Look irgendwie kombiniert, wo ich diese Schuhe auf Ernst draußen tragen würde. Okay Leute, ich habe die Sachen ausgepackt. Ich werde jetzt überall mal reinschlüpfen und euch das Ganze getragen zeigen, inklusive dieser grausamen Schuhe. Und ja, dann komme ich nochmal zurück und gebe euch ein Fazit zu dem Ganzen. Okay, als kleines Fazit zu diesem Experiment muss ich sagen,
Ich kann es leider nicht empfehlen, bei Zalon, bei Zalando zu bestellen. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich finde, in sich waren die Outfits, wie sie gedacht waren, überhaupt nicht stimmig. Sie haben zum Großteil meinen Vorstellungen gar nicht entsprochen. Aber das Einzige, was mir aus dieser Bestellung gefallen hat, waren wirklich die beiden Hosen. Wobei ich sagen muss, alle Hosen haben wirklich super gepasst. Das heißt, auf die Größe wird wirklich exakt eingegangen, was ich sehr gut finde. Ja, dann wiederum, wie bei dem Hoodie, wurde sich irgendwie in der Größe vergriffen. Oder ob der so geschnitten sein soll, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, wenn jemand von euch den gleichen oder ähnlichen Stil hat wie ich, dann kann ich dieses Programm auf jeden Fall leider nicht empfehlen, weil für mich selber war jetzt nichts dabei, was ich denke ich behalten werde. Bei den Hosen überlege ich es mir nochmal. Die eine dunkle werde ich bestimmt behalten, aber die Schuhe zum Beispiel war überhaupt nicht meins. Sowas würde ich nie anziehen. Ja, und leider ist das für mich nicht so ganz geglückt, muss ich sagen. Das heißt, wenn ihr vorhattet, über Zalon bei Zalando zu bestellen, denkt lieber nochmal darüber nach. Es ist natürlich ein Experiment, was super cool ist und Spaß gemacht hat, aber auf Ernst würde ich da jetzt nicht nochmal bestellen. Deshalb hoffe ich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr das genauso spannend fandet. Und auch wenn wir jetzt nicht zu einem optimalen Ergebnis gekommen sind, hoffe ich, ihr hattet Spaß daran, das zu sehen und wisst jetzt auch, woran ihr seid bei diesem Programm von Zalando. Ja, und wenn dem so ist, hinterlasst diesem Video doch gerne als Feedback einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht fandet ihr Outfits darunter richtig cool, wie sie kombiniert waren. Ansonsten, ja, war's das von mir. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Video.